Willkommen, Freunde. Eine schwierige ID liegt hinter uns, eine spannende vor uns. Ihr hört es vielleicht, ich bin noch etwas angeschlagen. Nase ist dicht, bekomme schwer Luft, aber das Ding kriegen wir hier schon gemeinsam gewuppt. Zunächst einmal, was haben wir als Weekly für die nächste Woche? Ja, eigentlich ein super Ding. Sogar eine HC-Belohnung, sehr schön. Allerdings werde ich das höchstwahrscheinlich mit meinem Handy-Internet nicht hinbekommen. Schade. Aber 4 mythische Dungeons. Entweder M+ oder halt die Dungeons von Dragonflight sind sehr schnell und einfach machbar. Schauen wir mal auf die Belohnungen. Hier haben wir Hände und Handgelenke. Ja, wir haben denselben Crap aktuell an. Nirgendwo ist Crit oder Tempo drauf, von daher ist egal, was wir nehmen. Gehen wir mal mit den Handschuhen. Das passt schon. Die wählen wir uns aus. Ich gehe eben nochmal mit euch durch, was ich in meiner Weekly-Truhe hatte. Denn das ist recht interessant. Es war schon wieder dieser Pinguin. Also zweimal in der großen Schatzkammer habe ich den jetzt erhalten. Und in der letzten ID als Weekly-Belohnung habe ich ihn nochmal erhalten. Diesmal dann auf 460. Ich hoffe, dass das beste Trinket der Welt ist, weil so oft, wie ich das Ding bekommen habe und wahrscheinlich auch noch bekommen werde, muss es einfach gut sein. Damit sind wir mit dem Priest durch. Mit dem Druiden habe ich auch noch was geschafft und das schauen wir uns jetzt eben schnell an. Und schauen wir einfach mal, was der Druide ergattert hat. Erst die Schatzkammer und dann das Weekly Trinket. Schon wieder Schmuckstück. Also Schmuckstücke sind in dieser Season echt keine Rarität mehr. Ja, die Vielseitigkeit finde ich sehr nice. Damit können wir auch jemanden silencen. Alle 20 Sekunden. Ah, das klingt interessant. Beweglichkeit, Vielseitigkeit ist drauf. Ja, ich würde das hier nehmen und dann die Asche austauschen. Ansonsten Alternative wäre natürlich auch die 4 Marken zu nehmen. Aber ich glaube damit, ja, am Anfang kann man sowieso fast alles gebrauchen. Also, was habe ich letztes Mal in der letzten ID in der Truhe gehabt? Das war dieses schöne Ding hier. Ich muss so langsam mal bei meinen Trinkets schauen, welche davon für die Zukunft nutzbar sind, welche nicht. So langsam werden es einige. Was ist für diese ID geplant? Ja, ich weiß es nicht so wirklich, weil diese Season sehr schwierig begonnen hat mit Umzug, schlechtem Internet und jetzt auch nochmal Männergrippe. Also es ist nicht ganz einfach. Ich hoffe, dass ich jetzt in den nächsten Tagen einigermaßen wieder fit werde und wieder vernünftig zocken kann. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was erledigen kann für die nächste Woche, für die große Schatztruhe. Erwartet nicht zu viel. Ein Char wird auf jeden Fall was freischalten, vielleicht sogar 2. Es wird auch hoffentlich die letzte ID sein mit schlechtem Internet. Und dann wird das, denke ich mal, alles ein bisschen besser und umfangreicher werden. Aber momentan kommen halt zu viele Dinge auf einmal zusammen, so dass das Zocken hinten leider überfällt. Aber ich bin optimistisch, dass sich das so in den nächsten 1-2 Wochen auf jeden Fall zum Besseren schwenkt.